Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Vielen Dank für die vielen Kommentare und Fragen zum letzten Video. Ich will deswegen auch gleich fortfahren mit der Serie zum Halbjahrescheck in meinem Depot. Heute geht es um die Branchen Transport und Infrastruktur. Nochmal kurz zum Rekapitulieren. Zum Halbjahrescheck in meinem Depot habe ich meine Aktien unter die Lupe genommen und kategorisiert in die drei Kategorien Hold, Buy und Strong Buy. Und Strong Buy, das sind die Aktien, die per Ende 2019, wenn man also da die faire Bewertung betrachtet, dann im Augenblick mindestens 25% unterhalb dieser fairen Bewertung notieren. Also andersrum gesprochen, sie hätten theoretisch ein Aufwärtspotenzial im Aktienkurs von 25%, wenn sie ihre faire Bewertung erreichen würden. Wie immer ist das Ganze natürlich mit erheblichen Risiken verbunden. Jeder möge bitte seine eigene Due Diligence machen. Ich gebe hier keine Empfehlungen ab. Ich erzähle einfach nur über mein Depot und informiere darüber, was bei mir im zweiten Halbjahr 2018 noch auf dem Kaufzettel steht. Nach den REITs also in diesem Video Transport und Infrastruktur. Nummer 1. Das ist die Firma Brookfield Infrastructure Partners. Es ist eine Limited Partnership. Normalerweise investiere ich in solche Unternehmensformen ja nicht, aber hier handelt es sich um ein Unternehmen, das auf den Bermudas registriert ist. Die Muttergesellschaft sitzt in Kanada und Brookfield Asset Management ist eine der größten Asset Management Firmen der Welt. Brookfield Infrastructure Partners ist eine Tochterfirma dieses Unternehmens und investiert in Infrastruktur in den Bereichen Energie, Wasser, Daten, Warentransport. Also alles, was produziert wird, muss ja auch irgendwie transportiert werden, damit es zum Kunden kommt. Dafür braucht man also Häfen, dafür braucht man Pipelines, dafür braucht man Data Center, dafür braucht man Funkmasten und Straßen, Eisenbahnlinien und all solche Assets kauft Brookfield Infrastructure Partners. Die Firma ging 2008 an die Börse, ist also im Januar 2018 gerade 10 Jahre alt geworden und hat über diese 10 Jahre einen ganz beeindruckenden Track Record hingelegt mit einer Performance, einem Total Return von über 22% per annum im Durchschnitt. Zum Vergleich, der S&P 500 hat in dem gleichen Zeitraum 13,9% jährlich geschafft. Was macht die Firma? Sie hat beispielsweise 2008 im Portfolio das chilenische Stromnetz gehabt. Das war damals ziemlich marode. Es musste also sehr viel investiert werden und da hat es die chilenische Regierung an diese Firma verkauft. Brookfield Infrastructure Partners hat das chilenische Stromnetz auf Vordermann gebracht und in diesem Jahr im Frühjahr verkauft, also ist aus diesem Anteilsgeschäft, man war da nicht Alleineigentümer, ausgestiegen und der Verkaufserlös war so hoch, dass sich daraus über die 10 Jahre, die man in dem Geschäft tätig war, ein jährlicher Return, also eine jährliche Rendite von über 16% ergeben hat. Das ist die Art und Weise, wie Brookfield Geschäfte macht. Es werden also Assets gekauft, die irgendjemand aus irgendwelchen beispielsweise notleidenden Krediten heraus loswerden muss. Letzter Deal, gerade bekannt gegeben vor einigen Wochen. Man kauft der Firma Enbridge in Westkanada das gesamte Gasgeschäft ab. Also auch hier geht es um Pipelines, hier geht es um Tanks, hier geht es um Verdichterstationen. Enbridge braucht bares Geld, um Verschuldung abzubauen und Brookfield hatte gerade 3,3 Milliarden übrig, die man in dieses Geschäft investiert, um diese Cash-Cow, dieses Pipeline-Geschäft zu übernehmen. Insgesamt hat die Firma mittlerweile 23 Büros in 15 Ländern, betreibt 35 verschiedene Assets, darunter sind also Häfen in Asien, Eisenbahnstrecken in Australien. Man hat Datacenter in der ganzen Welt, in Asien, in Amerika. Man hat Funkmasten in Frankreich gekauft. Man betreibt Mautstraßen in Indien, ist also weltweit diversifiziert und schafft es auf diese Art und Weise auch die Dividenden, die ja hier pro forma Ausschüttungen sind, regelmäßig anzuheben.
Letzte Dividendenanhebung war gerade in diesem Jahr. Ich glaube, es ging auf 47 Cent pro Quartal in der Dividende hoch. Also nochmal, es ist pro forma keine Dividende, sondern eine Gewinnausschüttung an die Anteilseigner, die hier auch nicht Aktionäre sind, sondern Eigentümer. Also Anteilseigentümer. Zweite Firma, Kindermorgen. Kindermorgen ist beispielsweise eine Firma, die mit Brookfield Infrastructure Partners auch gemeinsame Projekte betreibt. Das macht also BIP sehr geschickt. Sie suchen sich häufig vor Ort sehr kompetente operative Partner, mit denen zusammen man dann auch Joint Ventures betreibt. Kindermorgen ist kein unbekanntes Kind mehr. Ja, Richard Kinder ist ein großer texanischer Milliardär, auch der größte Einzeleigentümer von Kindermorgen. Und die Aktie gab es mal zu $45 zu kaufen, bis im Herbst 2015 Richard Kinder die Dividende um 75% eingedampft hat. Grund war damals die überbordende Verschuldung. Man war einfach viel zu schnell expandiert, hatte sich mit Schulden beladen. Und dann haben die Banken irgendwann gesagt, jetzt musst du aber mal deine Bilanz in Ordnung bringen. Wenn die Zinsen steigen, werden die Schulden für dich zum Problem. Also musste Richard Kinder die Dividende um 75% kürzen. Der Aktienkurs ging daraufhin auch um 75% in die Knie und man konnte die Aktie zeitweise für $15 kaufen, eben nicht mehr für 45. Mittlerweile ist die Bilanz in Ordnung gebracht. Man hat angefangen, Schulden abzubauen. Man hat eigene Aktien angefangen zurückzukaufen und man hat in diesem Jahr die Dividende von 50 Cent pro Jahr auf 80 Cent pro Jahr angehoben. Das sind immerhin satte 60% mehr. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass man im kommenden Jahr nochmal 25% drauflegen will. Dann soll es einen Dollar Dividende geben. Und im Jahr 2020 soll die Dividende nochmal um 25% angehoben auf dann 1,25 Dollar. Das bedeutet, wer in diese Aktie eingestiegen ist, irgendwann im Frühjahr des Jahres 2018, seitdem bin ich also auch dabei, der wird in den nächsten 2,5, 3 Jahren 150% Gehaltserhöhung bekommen. Dazu noch das Potenzial, was der Aktienkurs hat. Also ich sehe hier ja, für diesen großen Pipeline-Betreiber ja, riesiges Aufwärtspotenzial. Man hat 85.000 Meilen an Gas- und Ölpipelines. Man hat 152 Speicher- und Verdichterterminals für Öl, für Ölprodukte, für Gas. Und Öl- und Gasproduktion ist ja gerade einer der boomenden Sektoren in Amerika. Also hier hat man auch wieder einen Marktführer und die Aussicht auf Dividenden- und Gewinnsteigerungen. Das ist so, als ob man Mautstraßen betreibt, allerdings nur für Öl und Gas. Irgendwie muss das Zeug ja von den Bohrlöchern an die Tankstellen bzw. in die Chemiewerke kommen. Drittes Unternehmen aus der Branche Infrastruktur und Transport, das ist Triton. Triton ist hervorgegangen, wie man an diesem Chart sieht, erst im Juli 2016 aus dem Zusammenschluss von Triton Container und TAL International. Das waren damals zwei führende Firmen weltweit und daraus ist durch die Fusion am 1. Juli 2016 der weltweit führende Verlieser von Containern hervorgegangen. Heute hat Triton einen Marktanteil von 26% am weltweiten Containerumschlag. Das heißt, man verliest, man verkauft, man handelt mit Schiffscontainern, mit LKW-Containern. Also wenn hier an meinem Fenster immer der Güterzug vorbeirauscht, dann sind da hinten Container drauf und ich hoffe, jeder vierte davon gehört Triton. Das würde bedeuten, dass ich also hier auch immer ein bisschen Geld verdiene, wenn es vom Fenster rumpelt. Gerade hat Triton die Dividende angehoben von 45 auf 52 Cent pro Quartal. Das sind immerhin 15,5% Dividendenwachstum. Natürlich ist das Unternehmen nicht in der David-Fish-Liste, dafür ist es einfach noch zu jung. Und auf einen zweiten Faktor möchte ich hinweisen, das ist die Zyklik dieses Geschäfts. Schiffsverkehr hängt natürlich immer davon ab, wenn Waren transportiert werden von der Weltkonjunktur. Solange wie die brummt, wird also mehr
transportiert werden müssen und Triton wird es gut gehen. In anderen Zeiten, wenn nun der Schiffsverkehr wieder mal einbricht oder wenn irgendwelche Überkapazitäten vorhanden sind, dann wird der Zyklus eben auch wieder rückläufig sein. Im Augenblick stehen die Sterne günstig. Der weltweite Schiffsverkehr kommt aus einer der tiefsten strukturellen Krisen, die wir in den letzten 30 Jahren hatten. Es gab einfach zu viele Schiffe, es gab Überkapazitäten. Es hat ja auch Pleiten gegeben in diesem Bereich. Die Hanjin-Reederei aus Südkorea ist pleite gegangen. Auch das ging am Aktienkurs von Triton natürlich nicht spurlos vorüber. Also über diese Risikofaktoren muss man sich einfach ja, im Klaren sein, wenn man in diesen Titel investieren möchte. Das soll es für heute gewesen sein aus der Branche Transport und Infrastruktur. Ich werde noch ein drittes Video machen für alle, die noch nach Kaufchancen für das zweite Halbjahr 2018 suchen. Wie immer gilt, macht bitte eure eigene Due Diligence, vertieft die Analysen, die ich hier nur oberflächlich anreißen kann. Es ist euer Geld, ihr müsst selbst drauf aufpassen. Ich passe auf meins auf. Dabei viel Spaß und ich freue mich wie immer auf die Kommentare, Fragen. Bis zum nächsten Mal, euer Nils Gajowi.